Hallihallo Hallöle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Bioshock Infinite. Weiter geht's ins Getümmel. Ja, wie? Wo bist denn du? Da stirb zu mir und dann bist du hier gar nicht. Du kommst nicht weit. Alter, du erschreckst mich die ganze Zeit voll. Ach, da ist ein Gesundheitskit. Was haben wir denn noch hier so liegen? Stirb, du Unhold! Nein, will ich nicht. Munition. Okay, Schrotmodi auch aufgesammelt. Ja, wo bist denn du? Ich leg dich! Da war er. Elizabeth! Verfolge Elizabeth. Okay. Wo ist sie? Machen wir sofort. Ach, na toll. Okay. Was haben wir denn hier? Lass mal die Mülltonne durchsuchen. Hier wird alles enden. Meinst du? Hurensohn, Elender. Der ist tot und der redet weiter. Unglaublich. Unglaublich. Warte, ach, was haben wir denn da schön? Ist noch eine Infusion. Die geht mir auf Gesundheit. Ich fühle mich schon besser. Ja, das stimmt. An der Renas. Okay, das war's. Dann geht's wohl jetzt raus. Ach, du, da oben ist er doch. Bleib einfach, wo du bist. Och, renn doch nicht weg. Hey, komm zurück! Da, was geht denn bei dir, ey? Elizabeth. Okay, let's go. Alle tot. Sie haben sie umgebracht. Elizabeth, ich... Sie sind ein Monster. Was hast du denn gedacht, was passiert? Hm? Was? Hast du eine Ahnung, was diese Leute auf sich genommen haben, um dich in diesen Turm zu sperren? Glaubst du, Leute wie die lassen dich einfach gehen? Du bist ein Investment. Und du bist erst sicher, wenn du weit weg von hier bist. Was wollen die von mir? Keine Ahnung. Eins habe ich gelernt. Wenn du nicht als Erster ziehst, ziehst du gar nicht mehr. So sieht's aus. Sie bluten. Kommen Sie. Ich blute? Was da eben passiert ist, war noch nicht alles, habe ich recht. Ich weiß es nicht. So. Danke. Wahrscheinlich geht gleich sofort die Action weiter. Da muss ich mich wohl dran gewöhnen. Okay. Ich hab einiges über davon ist doch die First Lady, oder? Nee. Sie mit Heilmitteln zu versorgen. Und wenn die Wunde mal tiefer geht, versuche ich sie fürs Diesseits zu bewahren. Sagst du? Ja, Bereich verlassen. Sie glauben, dass das Mädchen einer Prophezeiung entstammt? Die Leute sterben für ihren Glauben oder sie töten dafür. Oh, hier ist der Chicken Dance. Ach du Scheiße. Jetzt geht's los. Was haben wir denn hier? Lockpick. Krieg ich die Tür vielleicht auf? Du musst ein Schloss knacken. Ich habe auf der anderen Seite was Interessantes gesehen. Ah, wie geil, wir müssen Schloss knacken. Danke, Elizabeth. Danke. Was haben wir denn hier alles? Eine Kiste. Ah, super. Geht mir direkt für Satz drauf. Perfekt. Oh, hier ist ein... Was haben wir denn hier? Nehmen wir das doch mal lieber mit. Ja, 5 Lockpicks. Scheiße. Interessant. Ein Lockpick. Was haben wir denn hier? Audio-Lock. Und Play. Die Zeit im Comstock House war erträglich. Die Arbeit war natürlich hart, aber erträglich. Bettzeug ausbringen, Böden schrubben. Lady Comstock ließ sogar ab und zu mal ein freundliches Wort fallen.
Fast hätte ich gedacht, ich habe einen Platz in der Welt dieser Leute. Gott erschafft dumme Mädchen, damit er was zu spielen hat. Okay, weiter geht's. Wir brauchen noch ein paar Lockpicks, um den Tresor aufzumachen. Aber erstmal welche finden. So, alles mitnehmen. Was ist, wenn uns jemand hier findet? Dann sagen wir, wir suchen nur die Toiletten. Und das klappt? Normalerweise nicht. Okay, super. Wenn das so ist, dann ja. Das ist, Alter. What the fuck war das? Ja, Das Tor ist fest verschlossen. Ja, würde ich auch sagen. Zu dem Luftschiff. Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Von Hand öffnen. Von Hand öffnen. Und tap. Boah, jetzt aber los. Schock, Jockey. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Ja. Scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Ein Satzautomat. Ich habe ja Vollsatz. Welcome to Soldier's Files. Okay. Da ist sie. Die First Lady. Scheint unterwegs in Stock zu sein. Und sie bringt uns nach Paris? Ja. Bleib bei mir. Ja, Mr. DeWitt. Nenn mich Booker. Oh, okay. Booker. Sollen wir zur Gondel oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? Ja, nee, ich sehe mich auch noch ein wenig um. Finden wir bestimmt was Nützliches. Zuckerwatte! 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 Wie kommt die denn jetzt hier bitte schön hoch? Das ist jetzt aber sehr fragwürdig. Aua! Okay, so also. Wir müssen jetzt hier der Eingang. Wir müssen diese Gondel holen, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Mit dieser Steuerung kann man und sie wohl... Hebel betätigen. Das Ding scheint einzig und allein mit Schockjockey zu laufen. Schwede. Ja klar. Wo zum Teufel kriegen wir das jetzt her? Hier. Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Das Hall passt ja mal. Hall of Heroes, okay. Suche Chuck Jockey in der Hall of Heroes. Der falsche Hirte geht in unserer schönen Stadt rum. Nein, gehe ich nicht. Und wie komme ich denn hier rein? Oder wollt ihr handeln? Okay. Vielleicht jetzt von oben. Und tap. Nur die Ruhe, alles in Ordnung hier. What the fuck, wo bist du? Ach nein, fuck. Okay, jetzt chillt mal alle. Lass mich erstmal hier in Ruhe. Alle euch von hinten wegflanken. Okay, jetzt ganz ruhig. Ja, nicht weiter schießen, ich hab euch nichts getan. Kopfschuss. Jetzt noch die beiden. Kopfschuss. Irgendein anderer Schuss. Oh. Warum hat, die hat nur 8 Schuss? Okay. Das war ein Headshot. Okay. Ja, alles klar. Und jetzt kommen die irgendwie unendlich, oder wie? Jetzt ist vorbei. Ja. Und runter. Ich muss irgendwie in die Hall of Fame reinkommen. Oder wie heißt die Hall of Hero-Dinger? Ja, wie komme ich denn da jetzt rein? Hall of Heroes. Ja, hier steht irgendwie ein Schild nach da. Da oben ist der Eingang. Aber wie komme ich denn da hin? Lustig. Die weiß wohl, wo blank. Ach so. Hall of Heroes, bis auf Weiteres geschlossen. Dann müssen wir nicht Schlange stehen.
Ja, ist doch gut. Da liegt noch ein Lockpick. Den Satz habe ich voll. Hier ist ja etwas Geld. Bitte sehr. Danke. Oh, da ist ja noch ein Automat. Was könnte ich denn mal kaufen? Gar nichts. Will ich auch gar nicht. Viel zu teuer. Nur rein da. Nur wo? Ach so. Fail. Na, Elizabeth? Wow. Zum Teufel. Stimmt etwas nicht? Nein, geht schon. Ja, geht schon. Ich muss das Ding wieder zum Laufen kriegen. Ja, hier, gucken wir mal, was hier so ist. Okay, das ist Ding wohl kaputt. Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Elizabeth. Ich habe eine bessere Idee. Dann läuft wieder, glaube ich. Was war das? Ich öffne einen Riss. Scheiße. Was What ist das? Das ist ein Riss. Fuck. In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Sowas wie ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal sehe ich was Tolles. Und das ziehe ich dann raus. Hier. Grundgütiger. Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff da drin? Ich glaube nicht. Aber da ist etwas, das ich... Oh nein! Schließ ihn. Ich versuch's ja! Schließ ihn! Wow. Fuck. Ich fahr doch lieber Fahrstuhl. Ich weiß nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Aber ich könnte helfen. Ich komme sehr gut allein zurecht. Nein, lieber nicht. Bitte, ganz wie Sie meinen. Das wird ganz erstmal ruhig angehen. Was passiert denn hier? Gen Himmel beugte Comstock das Knie. Nee, will ich gar nicht sehen. Mal offen. Kannst du dir das mal ansehen? Oh, das wird nicht lange dauern. Fertig. Please open the door. Dankeschön. Ach du heilige Scheiße. Boah, was ist denn heute mit den Zielen los? Oh, jetzt wollte ich das Viecher bald wissen. Ausrüstung. Stiefel töten, um zu leben. Nahkampf-Exekutive haben eine 65%ige Schockgesundheit zu verleihen. Ein paar können wir ja noch mitnehmen. So, Schrank. Hier war doch gerade irgendwo ein Audiolog. Da. Spielen wir den ab. Ich war 40 Jahre lang Soldat. Und jedes heidnische Land, in dem ich war, hat seitdem weniger Einwohner. Ich habe nie einen bestimmten Gegner gehasst. Bis jetzt, Comstock. Er stellt meine Kämpfe als Mummenschanz dar und geriert sich selbst als strahlender Held. Ich habe ihn damit konfrontiert und er degradierte mich. Dieser Mann hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen. Bis jetzt. Die brutale Fratze des Krieges. Ich habe mich mal gerade gefragt, wo kriegt man eigentlich die ganzen Lockpicks her? Schon die zweite Truhe. Und ich hab zum Teufel noch keine Lockpicks. Was haben wir hier? Auch kein Lockpick. Wir sind echt wohlhabend, was? Ja, klar. Was haben wir denn noch hier? Oh. Lockpick. Ich glaube, ich durchsuche den Raum noch mal ein bisschen. Der Automat ist im Arsch. Setz dich erstmal hin. Ja, genau. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Ja. Auf jeden Fall cool gemacht.
Ah, was haben wir denn da? Einen goldenen Bronco. Okay. Press to launch your enemies into the air. Hold and release to create an eruptive trap. Okay, cool. Drücke mittlere Maustaste und schieße Gegner in die Luft. Ja, können wir mal benutzen gleich. Ich brauche Lockpicks. Ach nein. Naja, okay, dann müssen wir mal angreifen. Wow, fett. Okay. Was ist das? Okay, das war aber eigentlich ein Headshot. Ich töte euch. Oh oh. Das war jetzt ein echter Fail. Und wo schießt du, mein Gott? Ganz, ach, da hinten. So, Schluss. Aus und vorbei. Komm, komm du auch her. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ach, scheiße. So, zwei Schüsse in den Kopf und dann ist vorbei. Und mit dir ist auch vorbei. Aber, boah, wie viele sind denn da? Naja, da kommen ja noch. Unendlich ist ja nicht viel. Also. Kann man ja mal machen. Ist ja total verständlich. Ich glaube, das war's. Booker, eine Krähe! Wie eine Krähe? Ach, eine Krähe. Was ist das, Krähe? Tschüss, Krähe. So, Satz und Sieg. Ich habe keine Munition mehr, das ist viel schlimmer, aber man kann ja auch eine Pistole nehmen. Und doch, es gibt Entkommen. Da ist er down. Da ist er down. Okay, wenn ich so drüber nachdenke, diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Naja, es muss aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutzen kann. Erstmal das Geschütz ausschalten. Wo ist denn noch eins? Jetzt krieg ich aber Angst. Ach, das ist noch heilig. Okay, jetzt aber nicht mehr. Ja, korrekt. Munitione. Ich habe bekommen Munitione. Ganz, ganz viel Munitione. Erstmal gucken, was hier so ist. Oh, hier ist ein ganz schönes Massaker drin gewesen. Ah, ein Lockpick. Okay, noch zwei, dann können wir eine Kiste aufmachen. Ein bisschen Kleingeld. Was die da labert, ey, Hammer. Ja, ich will kein Maschinengewehr. Also ich finde die Waffe eigentlich recht geil. Okay, ich nehme doch lieber Maschinengewehr, ist mehr Munition für da. Hier, für die Kasse. Jo, werf rüber. Also. Hallo. Auf dem Klo ist nichts los. Hey. Hey. Was haben wir denn hier? Toilette benutzen.
Ja, was ist das denn? Nichts. Wow, wie detailgetreu die Kakerlaken hier gemacht worden sind. Naja. Da, eine Chiffre. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Du bist doch die Obercode-Knackerin, was heißt das? Keine Ahnung. Hier müsste irgendwo ein Codebuch sein. Okay, optional. Finde die Chiffre. Elisabeth kann Chiffren entschlüsseln. Die geheime Vox Populi kann man verbergen. Finde die Chiffre, um das dazugehörige Codebuch und verborgene Schätze freizuschalten. Okay. Soll das dann hier drin irgendwo sein, oder? Ja, ich denke mal nicht auf dem anderen Klo, ne? Was haben wir denn hier? Na, ich bin doch über den Karabiner wieder. So. Und play. Wir erhielten einen Tipp, dass im Fellow Traveler geschmuggelte Waffen versteckt wären. Wir haben nichts gefunden, aber komisch. Zu den Budendielen stießen wir auf ein paar alte Uniformen aus dem Krieg. Wir rätselten, wie die dorthin kamen, aber... Wer ist da? Sind Sie Swade, ja? Sir! Die Waffen weg! Hast du das gehört, Comstock? Das war das Geräusch, das du nie gehört hast. So klingt es, wenn ein Soldat stirbt. Komm zur Hall of Heroes. Beweise, dass ich lüge. Okay, ich beweise, dass du lügst. Aber das tue ich erst in der nächsten Folge.